auf ein neues. Anderer Rechner. Kein Update. Die Reihen sind wieder etwas lichter, aber gleich kommen bestimmt auch wieder alle rein, die rein wollen. Ja, nochmal, da wo wir eben aufgehört haben, herzlich willkommen zum 37. Netzpolitischen Abend hier in der Seabase. Schön, dass ihr alle da seid, schön, dass ihr im Stream auch dabei seid. Und nochmal die gute Nachricht, ja, es gibt uns noch, nachdem gestern in der FAZ ein Artikel veröffentlicht wurde von einem Medienprofessor mit dem Titel »Es gibt keine digitale Gesellschaft«, ist da ein bisschen Verwirrung aufgekommen bei manchen, aber keine Sorge, der meinte nicht uns, die großgeschriebene digitale Gesellschaft, sondern die kleingeschriebene. Nichtsdestotrotz, vielleicht guckt er uns ja zu, der Professor Hachmann. Wenn Sie uns zuschauen, lieber Herr Hachmann, herzliche Einladung. Schönen Gruß hier erstmal aus dem, wie heißt es, intellektuell hoffnungslos provinziellen Berlin. Wenn Sie mal vorbeikommen möchten und Ihre Thesen zur digitalen Gesellschaft vorstellen wollen, dann sind Sie herzlich eingeladen zu unserem netzpolitischen Abend. So. Jetzt aber los. Ich bin Ingo übrigens, das ist der Hashtag für heute Abend. Benutzt ihn gerne. Achtung, es hat sich ein bisschen was getan beim Hashtag. Es ist nicht mehr 37 NPA, sondern jetzt angepasst an die Logik der Podcaster. NPA 37, irgendein Ex-Praktikant hat mal ohne nachzudenken da ein 37 NPA draus gemacht. Kann ich so sagen, weil ich das war. Aber diese Anomalie wurde jetzt behoben. NPA 37. Wir haben ein volles Programm und tolle Sprecherinnen und Sprecher heute da. Wie immer wird es nach den Vorträgen die Möglichkeit zu Fragen und Diskussionen geben, wenn ihr wollt. Wenn ihr nicht wollt, dass es aufgezeichnet wird oder im Stream zu sehen ist, dann stellt euch bitte da hinten unter den Bogen. Ansonsten ist es auf Video, was ihr sagt. Wir haben ein tolles Programm. Wir fangen an mit dem Thema Internet für Geflüchtete. Danach gibt es eine Zwischenbilanz zu einem Jahr NSA-Untersuchungsausschuss und danach wird uns eine Kampagne vorgestellt, Täter vom Dienst, keine Straffreiheit für Geheimdienste. Bevor wir damit anfangen, allerdings noch drei kleine Sätze. Wir haben gedacht, irgendwie wäre es komisch, wenn wir hier einfach so unser Programm durchziehen würden und gar keinen Satz zu dem aktuell passierenden, ja, einem der größten Skandale in der Innen- und Netzpolitik nichts sagen würden. Zum Thema VDS. Deshalb drei Sätze dazu. Muss ich euch inhaltlich gar nicht viel zu sagen. Die Regierungskoalition peitscht das Ding im Eilverfahren durch. Letzte Woche Kabinettsbeschluss. Nächste Woche Freitag soll es vormittags im Bundestag in der ersten Lesung besprochen werden. Und das ohne, dass die Zivilgesellschaft gehört wird, ohne, dass die Menschen an der Parteibasis oder an den Parteibasen gehört werden. Ohne, ja, dass die Regierung auch nur irgendeinen Anschein erweckt, dass sie daran interessiert ist, dass es eine demokratische Meinungsbildung zu diesem Gesetzesvorhaben gibt. Deshalb unser Aufruf, wehrt euch, macht was, schreibt Abgeordnete an. Momentan sind es natürlich vor allen Dingen die SPD-Abgeordneten, die dafür relevant sind, weil sie diejenigen sind, die es gerade noch verhindern können. Am 20.06. findet der Parteikonvent der SPD statt. Und ja, die kritischen Kräfte in der SPD, sage ich jetzt mal, können in dieser Frage jede Unterstützung gebrauchen, die wir ihnen geben können. Wir als DigiGuess werden morgen Briefe verschicken an alle Abgeordneten der Regierungskoalition. Wir werden in Kürze auch auf unserem Blog einstellen einen Musterbrief. Das heißt, wenn ihr auch einen benutzen wollt und das nicht nur in eigenen Worten machen wollt, greift da gerne drauf zu. Gebt den Abgeordneten Bescheid, wie eure Meinung dazu ist. Erinnert sie daran, dass sie nicht der Parteiraison in allererster Linie verpflichtet sind, sondern ihrem Gewissen. Und ja, als Ankündigung noch, da gibt es die Woche nochmal genauere Informationen zu, aber nächsten Freitag, wenn das Thema im Bundestag bearbeitet wird, wird es auch eine Demonstration zu diesem Thema geben, nächsten Freitagvormittag. Dazu aber mehr bei Twitter, bei uns im Blog, sobald Dinge feststehen. Nun, aber genug zur VDS.